Ich habe ein bisschen Angst, ehrlich gesagt. Hallo ihr Lieben. Boah, habt ihr gerade meine Schulterklappen gehört? Autsch. Ich habe mir überlegt, weil das gerade auf TikTok als auch auf YouTube seinen Lauf nimmt. Der einzige Haken war nur bisher, dass wir kein Waffeleisen hier haben. Und ich also jetzt losgehe, beziehungsweise wir schnappen uns jetzt so ein Ding und ich hoffe, dass es sich lohnen wird und diese Rezepte damit schmecken. Ich bin so gespannt, ich kann mir das eigentlich gar nicht vorstellen. Aber let's do this! Es muss sich lohnen, weil sonst haben wir hier wirklich 6 Geräte schon stehen. Wir haben nämlich schon einen Crepe Maker, ein Raclette-Gerät, einen Reiskocher. Also wir leben hier von Geräten, aber ein Waffeleisen habe ich noch nicht. Deswegen let's see. Oh, ja Leute, I doubt it. Also, es wird's doch nicht, das Waffeleisen, ich bin auch so ein Bügeleisen. Ich freue mich, der Sommer kommt, aber kennt ihr das so? Mein Ansatz ist gerade verschwitzt, ich bin rot von ein bisschen Fahrradfahren. Ich habe nämlich nach Saturn doch noch eine kleine ungeplante Fahrradtour gemacht, weil dieses dieses Waffeleisen hatte statt 35 Euro unten an der Kasse 80 Euro gekostet und ich war so... Weiß ich nicht. Freunde, wir haben die Rezepte noch nicht ausprobiert. Wir wissen nicht. Ich weiß nicht, ob mir das überhaupt schmeckt. Für 80 Euro und dann hole ich dieses Waffeleisen dreimal im Jahr realistischerweise raus. Nee. Und so habe ich auch an der Kasse geguckt. War richtig peinlich, weil dann habe ich es quasi wieder gesagt, oh, ich kaufe es doch nicht. Leute, wirklich total peinlich. Aber ich hatte die beiden verwechselt. Das war von derselben Marke. Ich habe aber das Graue genommen, dabei hätte ich das Weiße nehmen sollen. Das Weiße war aber dann, wie ich jetzt auch mitbekommen habe, ausverkauft. Genauso wie alle anderen preiswerten Waffeleisen. Also ich glaube, die Leute haben Bock. Ich glaube, der Trend ist schon ganz durchgekommen. Ja, dann bin ich weiter zum Rossmann. 15 Euro hat das gekostet. Es wird jetzt wahrscheinlich nicht das beste Waffeleisen sein, aber ich hatte damals, irgendwie vor 2 Jahren oder so, einen Sandwichmaker einer Freundin zum Wichteln geschenkt, weil der hat auch um die 10, 15, 20 Euro gekostet. Und sie meinte, dass der richtig gut ist. Also, man kann auch Glück haben, deswegen no risk, no fun. Gucken wir mal, ob das beim Waffeleisen ebenfalls zutrifft. Und pack das gute Ding mal aus, wasch es mal kurz aus und dann machen wir da unser Frühstück drin. Hoffentlich schmeckt's gut. Denn ich bin ordentlich verschwitzt und gerade mehr Sport getrieben, als ich wollte. Ich glaube, ich ziehe mich gleich nochmal um. Da sieht mal einer an. Da habe ich mein weißes Waffeleisen. Und es hat nämlich, wie ich sehe, zum Glück, das war da nämlich gar nicht abgebildet. Es hat verschiedene Stufen, also richtig nice. Da können wir heute also so ein bisschen dran rumdrehen, wie es uns passt. Nice. Ja, kann man nichts sagen. Für 15 Euro. Geilo, das Ding blinkt schon grün. Das heißt, wir können... Ich habe euch noch gar nicht gesagt, was wir machen. Ich habe auf TikTok mich inspirieren lassen. Und zwar kann man sich... Die habe ich schon gerade aufgetaut, als ich mich auf die Bügeleisen... Sag mal, was ist los? Waffeleisentour gegangen bin. Habe ich die schon mal auftauen lassen. Die kommen jetzt ins Waffeleisen. Wir machen da quasi ein Laugenstangen-Sandwich draus. Da bin ich ja absolut zu haben für. Ich liebe ja Laugenstangen. Und das dann geil belegt mit Rucola, Pesto, Tomaten, Balsamico. Das wird's, glaube ich. Ja, schauen wir mal. Vielleicht gehen die echt schneller im Waffeleisen als im Backofen. Wäre auch nicht so eine Energieverschwendung. Und es geht schneller, weil im Backofen unserer ist ein bisschen langsamer. Braucht die Laugenstangen 12, 13 Minuten. Und da drin wahrscheinlich so 2 Minuten. Und das wäre halt schon nice. Ich habe ein bisschen Angst, ehrlich gesagt. Oh, bitte enttäusch mich nicht. Oh. Das sieht ja so erstmal wirklich gut aus. Aber ich habe vergessen, dieses Scheißding einzuölen. Das heißt, mir wird wahrscheinlich jetzt die Hälfte an diesem Scheißeisen kleben. Es klappt! Geil! Oh mein Gott, ich hätte nie im Leben gedacht, dass das klappt. Das ist komplett durch. Das war höchstens 2 Minuten. Oder komm, lass es 3 sein. Aber nicht mehr in diesem Waffeleisen. Es sieht so gut aus und ist wirklich durch.
funktioniert hat. Trotz fehlendem Öl, trotz günstigem Waffeleisen, trotz, weiß ich nicht, allgemein mein erstes Mal wieder mit einem Waffeleisen. Hört ihr den Cross? Den Cross kann man wirklich bis nach Japan hören, glaube ich. So geil. Ich habe das halt wirklich nicht erwartet. Ich habe schon damit gerechnet, dass ich das wahrscheinlich so halb roh nach 2 Minuten wieder aus dem Waffeleisen kratzen kann. Aber es ist halt wirklich durch. Mehr durch geht da gar nicht, auch im Backofen. Das hätte so lange gedauert. Und wir haben hier noch so ein süßes Waffelmuster drauf. Und ich finde, es ist wirklich mal was anderes. Auch ganz nett mal zur Abwechslung. Und wer es nicht ganz so platt mag und noch so ein bisschen mehr dieses Fluffige, ich liebe das ja auch am meisten an der Laugenstange, da habe ich beim zweiten so versucht, das Waffeleisen nicht ganz auf Press zuzudrücken, sondern ich habe so eine Lücke gelassen. Und dann haben wir nämlich ganz Zeit noch mehr Fluffiness. Also das könnt ihr so ein bisschen variieren, wie ihr wollt. Ich finde das wirklich cool. Ich gebe volle Punktzahl für dieses Essen, für das Waffeleisen. Für den Aufwand, Zeit, wie gesagt, viel praktischer. Und wir haben uns überhaupt nicht das Waffeleisen versaut. Also, als hätte ich nichts drin gebacken. Von daher macht es auch nicht groß Dreck. Thumbs up. Ich bin jetzt wirklich guter Dinge, seitdem das mit der Laugenstange so gut geklappt hat. Gibt es jetzt Pizza. Damit das auch nicht komplett am Waffeleisen klebt, fand ich ganz cool. Das habe ich eh noch nie gegessen. So eine Doppeldecker-Pizza macht man dann quasi Teig obendrauf. Und dann haben wir quasi so eine Art Calzone oder so. Wir probieren es aus. Ich bin sehr gespannt. Ich habe ewig schon keine Calzone-Pizza mehr gehabt. Und auch, noch nicht aus dem Waffeleisen. Damit die Pizza auch ins Waffeleisen passt, machen wir jetzt quasi Schüssel, große Pizzateigkreise. Klappt auf jeden Fall gut und schnell, wie ihr seht. Stop it! Wie gut sieht das bitte aus? Das Ganze hat gut 8 Minuten gedauert, also wirklich nicht lange. Und es sieht fabelhaft aus. Wenn das jetzt gleich schmeckt, dann bekommt dieses Waffeleisen hier einen ganz besonderen Platz in der Küche. Weil das wäre zu wild. Krass, auch hier. Teig ist durch. Auch sehr knusprig. Ich glaube das nicht. Wie krass dieses Waffeleisen. Und das auch noch von Rossmann für 14 Euro wohl angemerkt. Das ist mein neues Lieblingsgerät. Der Teig, der Käse, die Soße, man schmeckt alles. Also wie als wäre es eine Pizza. Das ist wirklich nicht von dieser Welt. Hi. Hallo. Hey. Arne kommt jetzt zum besten Moment dazu. Beziehungsweise eigentlich hast du schon 3/4 Geile verpasst. Aber immerhin. Besser später als nie. Richtig, genau das wollte ich gerade sagen. Siehst du? Wir machen uns Croissant im Waffeleisen, damit es schön knusprig, aber trotzdem weich innen ist. Mhm. Mit Füllung. Mit Füllung. Was gibt's denn? Ich habe da an Milchschmäusecreme gedacht. Für dich habe ich mir noch gedacht, Erdnussmus wahrscheinlich. Und ich habe auch gesehen, das geht immer. Und mit so einer Schoko-Streichcreme und Erdnuss, süß-salzig, schmecken wir sehr geil. Yes, Arnes Lieblingsmus. An der Stelle mal übrigens, ne, das Gute von Koro, 1 Kilogramm. Wollte ich immer das 6x1 Kilo Paket. Ich muss sagen, ich habe mich ein bisschen, es ist trotzdem noch geil, an meinem Mandelmus-Zimt-Vanille satt gegessen. Ich habe es halt ja wirklich 5 mal hintereinander bestellt. Jetzt bin ich gerade auch im Team Erdnussmus. Mag ich gern, hast du recht. Coaching immer noch verfügbar. Solltet ihr das mal... Das ist auch das günstigste, das Mus. Wenn ihr wirklich so riesen Erdnussmus-Fans seid wie Arne, dann lohnt sich das auf jeden Fall definitiv mehr, weil ihr da halt ne, für den Preis wirklich viel habt und die halten auch lang. Also selbst Arne braucht eine Zeit, bis er die weg... So lange jetzt auch nicht. ja, schaut gerne mal vorbei. Koro-Link ist unten, aber ja, ne? Kann man machen mit der Schokocreme jetzt. Freuen wir uns! Das klappt ja schon gut. Hm. Boah, geil. Naja. Ja, schon richtig buttrig. So, dann machen wir jetzt immer, Schatz. Hier sieht aus wie... 3. Richtig. Dann machen wir jetzt peu à peu alles raus. Dann rollen wir es ein, belegen das. Und dann waffeleisen wir das. Ja. Viel Spaß.
Warum hilfst du mir jetzt, Chef? Europa Car. Europa Car. Europa Cup. Europa Cup. In diesem Jahr. Europa. Europa Cup. In diesem Jahr. So. Da haben wir schon unser erstes. Ach, eigentlich soll das, glaube ich, zugehen. Ach, wie auch immer. Na. Ja, so sieht aus wie so eine. Wie so ein Jauser. Ja. Naja, es soll nur schmecken, Freunde, ne? Europa Cup in diesem Jahr. Hat immer einzeln. Europas beste Mannschaft. Europas beste Mannschaft. So. Das sind jetzt die fertigen Croissants à la Waffeleisen mit Milchmäusecreme, un peu Erdnussbutter. Ah oui. Ich habe noch keine Füllung erwischt. Echt? Oh doch, ich bin schon richtig mittendrin, du. Böh. Die Kombi, oder? Sag ich? Richtig weich innen, aber trotzdem. Kross außen, ne? Das ist das Waffeleisen. Für 14 Euro. Im letztes Mal, Freund. Die ist auch schon ready. Hier, das geht schneller als. Du musst nicht mal dabei stehen. Wie schwierig ist das denn? Übertragt. Darf hier bleiben, das Waffeleisen. Ich hab schon gesagt, Stammplatz kriegt durch hier irgendwo. Noch eins? Jetzt haben wir mit Lotuscreme noch gefüllt. Das habe ich mir noch gesehen, mal so kommen. Das ist bestimmt auch ein Schmaß. Lotus, du seist gelobt. Hä? Vorzüglich. Freunde! Vielleicht erkennt man es ja an meinem Char oder an Arnes, aber der ist so weit weg, so gut kann sie nicht fokussieren. Ich hatte eigentlich schon das gute Rezept, was wir nun machen werden, schon mal gemacht. Allerdings habe ich, als ich das Outro drehen wollte, extra Speicherplatz neu finden wollen und habe schneller gedrückt als gedacht und dann ist die Szene gegangen. Das heißt, wir haben doppelt Glück, wir haben heute Sonntag. Das heißt, ich konnte auch nicht mehr einkaufen gehen, aber wir haben noch genau alles zum Glück zur Hälfte da. Das heißt, es reicht nochmal, um es nochmal zu essen. Und es war so geil, dass ich so war, ich kann euch das jetzt nicht so hochladen, ich muss euch das letzte noch zeigen, einfach weil das Video so toll ist und das Waffeleisen mittlerweile eine wichtige Bezugsperson geworden ist. Richtig, du hast es verstanden. Und deswegen machen wir es einfach jetzt nochmal, als hätten wir es nie gemacht. Wobei ich euch sagen kann, bleibt dran, weil es ist super lecker. Jetzt hast du ja schon gespoilert. Du musst es jetzt rauslöschen aus deinem Hirn. Das ist nie passiert. Okay. Es gibt nämlich Burger im Waffeleisen. Fand ich extrem wild. Hätte ich nicht gedacht, dass das geht, aber es geht. Und Gott sei Dank. Mal gucken, ob es geht. Stimmt, schau mal, ne? Was wird. Keine Ahnung. Hol mal raus, das hakt gleich. Ich habe das nämlich zum Glück, als hätte ich schon irgendwie geahnt, zweimal gekauft, weil es im Angebot war, von Mühle. Wir haben noch genau zwei Burgerbrötchen, weil wir gestern auch nur zwei hatten. Und wir haben noch Gewürzgurken, Zwiebeln haben wir auch noch. Also das haben wir alles zum Glück noch da. Von daher war ich so, komm, das machen wir jetzt, ne? Das ist ganz klar. Genau, Messi, Pfanne brät schon, so ein bisschen vor sich hin. Gürkchen, einmal in Honig, damit es der Arne essen kann. Auch schon angebrochen, wie ihr seht. Ich habe übrigens ein bisschen geschummelt, dass wir auch eine Pfanne benutzen. Ja, aber das war so angeleitet. Hörst du auch mein Video so kritisieren? Ich sag ja nur, es ist jetzt ja nicht so nur Waffeleisen. Ja, komm. Hier haben wir Mühlenhack, was wir kurz anbraten, damit wir den vollsten Geschmack haben. Wir brauchen noch Zwiebeln. Cheesy. Burger Sauce. Und jetzt seht zu beim Prozess.
It's amazing. Beziehungsweise wissen wir nicht. Wissen wir nicht. Ne? Dass das so kleine Babyburger sind. Ich finde das richtig süß für so Kinder. Dann sagst du so, guck mal, ist das so klein. Und ich finde, es riecht genauso wie der Cheeseburger von Max. Stimmt, dieser Laugen. Nee, jetzt sieht man mich nicht, jetzt muss ich ja. Schmeckt immer noch. Ich möchte es mal nachmachen. Ich finde es halt einen ganz anderen. Schmeckt auf jeden Fall anders als normalerweise. Ne? Das Brötchen ist so geil gebraten irgendwie. Knusprig, aber weich, knautschig. Ach, knautschig ist aber negativ, oder? Na, einfach geil. Ja. Auch mit das Beste irgendwie von heute. Also gestern. Ich finde die Soße auch voll gut. Vegan Burger Soße à la Maya. Also das hätte ich nicht gemacht, aber. Ich dachte auch erst so ohne Salat irgendwie. Ja, schmeckt geil. Da wäre ein Waffeleisen sonst eingegangen. Ist ja eine Gurke drauf. Ja, man muss Gewürzgurken mögen, Freunde. Die müssen rein in den Burger. Da sind wir zum Glück in einem Team. It's a forever thing. Oh, Soße. Als Fazit, Waffeleisen kann man machen. Und ich bin für den zweiten Teil, weil bestimmt, hoffentlich, ist irgendjemand zu klug und hat ein weiteres neues Rezept. Oder ich probiere mich auch mal aus. Ich kann sagen, wird das selber erfinderisch. Ja, aber da bin ich so was, da mache ich Müsli rein. Milch und Cornflakes, so einfach so das bin. Ja. Wie soll das denn funktionieren? Ja, gar nicht, deswegen, ich kann das nicht. Ich denke, da kommt bestimmt was, Freunde. Und dann machen wir noch einen, weil das war heute ein reiner Erfolg. Schreibt eure Ideen in die Kommentare. Ja, wenn ihr irgendwas kennt. Ja. Rein da. Und kann euch übrigens an der Stelle, wer jetzt 2 Tage überlebt, den Rossmann. Empfehlen. Auch was Küchenware angeht. Waffeleisen macht seinen Job. Sagenhaft. Also ist immer gut gegangen. Geld gespart vor allem. Dann, wir hören uns wieder am Sonntag zu einem neuen Video. Bis dahin habt eine gute Zeit. Probiert jetzt Waffeleisen aus. Und fühlt euch gedrückt von mir, ne? Von uns. Bis bald. Ja. Tschüss.